Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich habe fucking Angst. Das dauert jetzt 4 Stunden, Miguel. Und du führst wahrscheinlich schon, wie fährst du dahin zu Max? Mit Joanna. Mit Joanna, das heißt du schon in 2 Stunden. Heißt, dieses Video werde ich höchstwahrscheinlich am Ende mit einem Stativ filmen. Oh Gott, ich mache das jetzt als Geburtstagskuchen. Das habe ich mir aufgebrummt, weil anders passt es heute nicht und ich habe kein Geburtstagsgeschenk. Max, falls du das siehst, es war natürlich von Anfang an geplant. Kleiner Prank, ich habe kein Geburtstagsgeschenk. Das heißt, ich mache dir jetzt die Schokoladenkuppeltorte. Sorry, Max, jetzt schon mal. Ich hab's übel ver... Geil, wenn du Kuchen backst, ist doch schön. Ist doch ja, es kommt vom Herzen. Es kommt vom Herzen drin, dann geht's raus, dann kommt's wieder rein, dann kommt's raus, dann flippt's ein bisschen. Dann ist so, dann kommt Finanzamt, nimmt wieder den halben Kuchen mit. Na, hast nur noch einen halben Kuchen, wirst auch nicht mehr satt. Zunehmen müssen wir in Deutschland. Zunehmen. Okay, jetzt reicht's. Für die beliebte Kuppeltorte verwende ich einen luftigen Schokoladenbiskuit, reife Bananen als Füllung, passend perfekt zur Schokoladencreme. Die Kuppeloberfläche kannst du entweder ganz glatt streichen oder mit einem hübschen Muster versehen. Zum Schluss Kakao auf die Kuppel streuen und die Torte, den letzten Schliff geben. Wir fangen einfach an. Ich habe übel Angst. Es sind übel viele Schritte. Es ist das erste schwierigere Rezept und ich kriege heute safe einen Nervenzusammenbruch. Vorbereitung. Heize den Ofen auf 180 Grad. Ober-Unterhitze vor. Stelle einen Backring auf 20 cm Durchmesser ein und setze ihn auf eine Backfolie. Ich habe so schnell geredet, dass ich jetzt fast gekotzt habe. So, dann mache ich das jetzt mal so. Muss ich das jetzt schon auf das Backblech? Nee, komm. Ofenfunktion, Ober-Unterhitze, 180 Grad. Los geht's. So, und dann brauchen wir noch einen Backring / Tortenring. Den stellen wir ein auf. Hier steht 20, 20, 20. Gut, habe ich jetzt. Dementsprechend Schokoladenbiskuit. Schlage die Eier gemeinsam mit dem Zucker und dem Salz und dem Vanilleextrakt 8 bis 10 Minuten weiß cremig. Siebe das Mehl und Kakao in die Eiermasse. Ich habe Angst, Miguel. Okay. Schon. Ja, es wird echt. Ich glaube, dass dieser Pseudo-Zeitdruck, der gar nicht so existiert eigentlich. Ich weiß auch nicht warum. Wir fangen jetzt an und schlagen die Eier gemeinsam mit dem Zucker und Salz und Vanilleextrakt 8 bis 10 Minuten weiß cremig. So, hallo, wir stellen vor Sam. Sam? Das ist Sam. Sam, the Mixer? Sammy, ja. Gummischicht, bitte. Das sind jetzt wieder so Dinger, wo ich mich einfach 4 Stunden dran aufhalten kann. Ja, ich glaube auch, ja. Das ist wirklich sowas, das ist so ein Gefriemel. Ach komm, ich will das nicht daran machen. Ich sage, es funktioniert auch so. Warum habe ich diesen Sammy? Weil ich habe ihn geschenkt bekommen, nachdem der letzte ja vielleicht abgeraucht ist, weil ich den übermäßig benutzt habe, einen Monat lang. Und dementsprechend lief das alles nicht so gut. Jetzt, Leute, bin ich gewappnet für die nächste, ja, guck mal hier, easy. Für den nächsten Moment of Truth. Boah, Alter, das ist viel geiler direkt. Gut. Ei, 2. Ei, 3. 3. Ei. So, dann dazu jetzt noch einiges an Wiegen, Leute. We coming back to them drugs. So, also, das hier müssen wir gleich verrühren. Mit Zucker, 75 Gramm, um genau zu sein. Okay. Leute, ich habe so abgesahnt. Jetzt ist das aber auch direkt ein Brecher, den die mir da reingemacht hat, weißt du? Das ist ein Gerät. Das wird schon, also halt nicht nur für mich schlimm, sondern auch für dich. 7 und 75, war ich natürlich. Ja. 1 Gramm mehr ist jetzt auch kein Drama. Jetzt können wieder alle Leute auf mich stolz sein, weil jetzt geht es um eine Prise. Und eine Prise haut der jetzt mal richtig schön rein. Ja, okay. Price, Alter. Prise cool. Kann er auf jeden Fall. Price kann er jetzt. Price kann er. Und dann ein bisschen Vanilleextrakt. Wir wissen, hier ist natürlich immer nach eigenem Gusto ein Tee. Ist das so? Jetzt halt mal kurz die Schnauze. Diese Sachen zusammen jetzt. Mhm. 8 bis 10 Minuten weiß cremig rühren. Bin ich bereit für? Wir sehen uns in 8 bis 10 Minuten. Oh. Woher kommt die Brise? Ich krieg so eine Brise in den Nacken. Ich glaube, ich werde alt. Haben wir das gemacht, zumindest schon mal. Jetzt geht es weiter, du. Und zwar kommen jetzt tatsächlich, sieht auch schön weiß-cremig aus. Ist auf jeden Fall eine weiß-cremige Masse. Teig in den Backring. Aber erstmal kommt davor das Mehl und der Kakao. Der muss eingesiebt werden in die Masse und dann untergehoben. Kann ich 50 Gramm Mehl nur. Das ist, glaube ich, auch das einzige Backen per se, was darin passiert. Ne? Nur dieser Biskuitteig, danach ist es ja fertig und dann bestreichst du das nur. Also es ist mehr Formen als Backen. That's true, ja. So, wie viel? 55. Das sind 70 gewesen, schade drum. Aber knapp, ne? 75, 70, da waren auf jeden Fall große Ballen drin. Das will ich hier ganz genau sein. Nicht, dass mir jetzt wieder bei diesen ganzen Biskuitböden habe ich immer Schiss. Bis dato ausnahmslos irgendwie versenzt. Ich weiß. Ja, diese Biskuit-Dinger gehen halt einfach nie krass auf bei mir. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich schwöre, ich bin so nett zu denen. Sag ich, geh auf, ich förder dich, geh auf. So, jetzt ist beides hier drin. Siebe Mehl und Kakao zur Eiermasse. So, ich sieb das jetzt dazu.
Hallo. Ich probiere jetzt ganz vorsichtig unterzuheben. Ich tue jetzt wirklich mein Bestes. Ich habe den hier. Das ist schon ein bisschen weniger fluff geworden, leider. Vielleicht ist auch nicht das beste Umrührding. Ist ein eng da drin, ne? Da grinst er. Was denn? Jesus Channel. Jesus Channel, Miguel. Das war's jetzt mit der Karriere. Ich glaube, inzwischen hat sich das alles ganz gut verteilt. Ein Kuchi für Maxi. Dann nehmen wir das jetzt, diese Fluff-Flüssigkeit, und hauen das hier rein. Boah, Alter, look at it. It looks good, right? Oh ja. Boah, ich hoffe, ich kriege jetzt diesen Biskuitboden mal hin, Mann. Oh Gott, da ist so viel noch. Oh mein Gott. Warum? Ach. Es geht wieder los. Ich krieg das da drin noch umgerührt, Miguel. Alles gut. Es ist okay, nicht verzagen. Freddy fragen. Es ist nur Max Geburtstagskuchen. Der schneidet die Videos für den zweiten Kanal. Ja, ich habe einen zweiten Kanal. Wer hätte gedacht, guckt einmal in die scheiß Beschreibung. Schon tschüss. So. Es ist alles okay. Everything's fine. Das kriegen wir hin. Es hat alles gar kein Problem jetzt ausgelöst. Es ist alles sehr gut. Alles ist toll. Alles ist gut. Alles ist toll. Dann tue ich das mal in den Ofen. Hat ja problemlos geklappt alles. Vorgeheizten Ofen ganz unten. Unterste Schiene, Ober-Unterhitze, let's go. Das habe ich, glaube ich, mit den anderen Biskuitsachen noch nie gemacht. Wir machen jetzt in der Zwischenzeit schon die Schokoladencreme. Mir ist das alles egal. Verrühre die Milch mit dem Zucker, dem Tonka Wonka, dem Salz, der Stärke und dem Ei und dem Eigelb klümpchenfrei in einem Topf und lasse die Masse einmal unter ständigem Rühren zu einem Pudding aufkochen. Ziehe den Pudding vom Herd herunter und rühre ein Stückchen gebrochene Schokolade ein. Wenn wir das haben und die Creme, dann können wir erstmal abkühlen lassen. Dann treffen wir uns nochmal kurz wieder, höchstwahrscheinlich bevor ihr losfahrt. Und dann machen wir die finalen Touches. Oder ich muss mit dem Stativ heute füllen, damit es richtig abgeht, Alter. Und dann geht's auch los zu Max direkt. Ich werde halt leider nie wissen, wie das schmeckt. Doch klar, ich werde ein Video machen von der Party nämlich, wie Max den probiert. Hä? Extras heute mal. Einfach mal Max Geburtstag schamlos für meine Videos ausschlachten. Gut, dann machen wir das doch mal für zwischendurch. Wir brauchen 500 Milliliter Milch. Ich nehme mal dazu, was nehmen wir denn? Ein Topfieber. Jetzt gehen wir mal durch hier. Ich mach das jetzt alles durch. Ich bin nämlich Vollprofi, musst du wissen. 500 Milliliter für mich, ich mach's einfach aus dem Handgelenk. Hast du gesehen? Handgelenk. 500 Milliliter Milch. Ich mach das erst alles in den Topf, verrühre das dann und verrühre es beim Aufkochen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist ein Weg. Nicht der richtige, aber es ist ein Weg. It's a way, it's a way. A way is a way. Und ein Weg ist ein Weg. So, dann Teelöffel Tonka Wonka. Teelöffel. Hab ich alles hier. Hab ich alles hier, du. So, 50 Gramm Zucker mache ich jetzt sofort. Ich hatte schon bei den alten Sachen gen Ende jetzt so einen Nervenzusammenbruch. Und jetzt haben wir sogar noch viel übersprungen, was mich höchstwahrscheinlich hier darauf vorbereitet hätte. Aber ich habe so einen guten Lauf, Leute. Ich habe so einen guten Lauf. Zucker, Preissalz. Preissalz. Was ist denn hier passiert auf einmal? It's good quality usually. Aber auf einmal ist der Nacken so stark geworden durchs Rudern. Littlefoot. Okay, jetzt reicht's. Feine Speisestärke. Machen wir doch mal. 54 Gramm. Oh Gott. Ich kann das nicht. Oh Gott. Boah, Alter. Boah, Stärke ist immer so leicht. Ich hasse das. So. Leicht? Ja, das ist so ganz weird in der Hand, weil es so keinen Widerstand gibt. Es ist so fein und so. Keine Ahnung. Es fliegt einfach. Fühlt sich an wie Fliegen. Hört sich an wie so ein komisches Mark Forster-Lied. So, die haben wie Fliegen. So, Eigelb noch. Mir reicht's auch langsam mit mir selber. Ich verstehe das schon, Leute. Ich verstehe euch. Mir reicht's auch mit mir selber. Eigelb, 3 Stück. Einmal Eigelb. Zweimal. Oh Gott, Alter. Freaking Pro. Und. Hallo? Sorry, deine Mutter. Der arbeitet gerade. Nein, Entschuldigung. Nee, nee, der arbeitet. Naja, 14 Uhr kommt er nach Hause. Sorry, ja, es ist wirklich. Eier lassen mich immer auf Hochtouren fahren. Ich sehe ein Ei und bin direkt lustig. Poolpartys mit mir, nur Jokes. Okay, jetzt reicht's. Ich verrühre jetzt erstmal alles miteinander. Und dann lassen wir mal aufkochen. Soll ja auch weiterhin alles dingsen, ne? So, Schokolade, wie viel? Das muss nämlich nachher da rein. Das hier sind 100 Gramm. Et muss rein 200 Gramm, das heißt 2 Tafeln. Die soll schon gebrochen sein. Kriege ich auch hin. Bam. Hallo. So, höchstwahrscheinlich wegen der Stärke ist das immer, ne? Wir haben jetzt schon das zweite Mal mit Sallys Hilfe Pudding gemacht. Das heißt, es geht verhältnisweise fix gleich. Und da ist es schon. Da ist er dick. Guck schnell. Guck und Pudding. Ich sag ja nach wie vor, meine Oma wär jeden Tag ein Stückchen stolz auf mich. Weißt du noch, wir haben ja auch mit meiner Oma Pudding gemacht. Ja. Gibt's auch nach wie vor im Video das Lieblingsessen von meiner Oma. Wenn ich Corona gewesen wäre, wir haben euch gehört und wir haben auch meine Oma gehört, die es toll fand, hätten wir natürlich noch viel mehr Videos im Petto mit Omi, aber immer noch Coroni und wir sind immer noch vorsichtig und da muss Omi nicht in unnötige Gefahr gebracht werden. So, so reicht's mir, du. Na! Die kleinen Sachen, die da nicht klappen, die machen mich wild immer. So, höpp, einrühren. Boah, das geht aber schnell. Voll.
übel krank, als ob man so easy Schokopudding macht. Ja, als ob du das nicht zu Hause nachmachst. Oh, da doch, sehe ich dich schon, Miguel, muss ich sagen. Da sehe ich dich mit so einem schönen Posting am Wochenende. Nicht mal mit der Gitarre in der Hand, sondern einfach mit einem schönen zartbitter Schokopudding. Die macht das irgendwie wieder so cool. Ich mache das nur so, wie ich kann. Das so. Heißt, sie presst das Pudding da durch diesen Sieb? Yes, Sir. Okay. Damit es klümpchenfrei bleibt. Boah, das ist echt so ein Akt. So ist das halt, ne? Dann drückst du das erst alles so durch und dann am Ende des Tages ist das alles da durchgedrückt. Das ist echt, dann kann ich direkt zu Germany's Next Topmodel gehen, wenn ich damit durch bin, ich sag dich. Letztes Mal haben wir schon debattiert, ob das alles so sinnvoll ist, aber uns wurde zahlreich geschrieben, auch unter dem Bodo-Tsunami-Ding. Ja, das macht wohl Sinn. Einmal nochmal durchgedrückt. Alle immer so, ja, rudern bringt dir doch voll was. Bullshit. Höchstwahrscheinlich einfach nur das ganze Gewicht abgenommen, weil ich die ganze Zeit hier diese Backsachen von Sadie gemacht habe. Deswegen ist sie auch so fit, weil die am Tag 3-4 von diesen Geräten hier höchstwahrscheinlich macht. Das sagt auch hier, dass es fertig ist. Das ist ja Timing über Timing, sag ich dir. Als wären wir langsam echte Backprofis. Ich mach sogar einen Stäbchentest. It's insane, boy. It's insane. Wenn nichts mehr dran kleben bleibt, ist gut, ne? Ja. Ich hab's getan. Hierüber mache ich jetzt eine Folie, dann lassen wir das mal abkühlen. Den Kuchen lassen wir auch abkühlen, weil nur dann können wir weitermachen, wenn beides abgekühlt ist. Weil dann muss man weiche Butter unter dem Pudding und 3 bis 5 Minuten rührt man den dann nochmal geschmeidig. Und dann zerhauen wir nochmal die Torte, Alter. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn beides kühl ist. Und dann geht's direkt in den Endsport. Ob mit dir oder wem anders, das sehen wir dann. Hi, der Pudding ist im Kühlschrank. Dann kühlt er schneller und das hier ist kalt anscheinend. Also es ist wirklich so wie hier, weißt du, so zimmertemperaturmäßig und da stand ja nur komplett auskühlen lassen und frieren tust du jetzt nicht mehr, wenn die gleiche Temperatur hat wie... Ich schneide es jetzt einfach in der Hälfte durch. Wir waren nur irritiert, dass es so unfassbar schnell geht. Ich habe das schon auf so einen Tortenretter getan. Was denn? Ist nicht so hoch, pass auf, pass auf. Pass auf. So war das okay, oder? Boah, es hat so richtig weird, aber alles okay, glaube ich. So flabberig sich angehört so ein bisschen, hatte ich schon wieder kurze Panik. Aber es scheint okay zu sein. Bisschen schief. Bisschen schief, ja. Aber nicht schlimm schief. Aber hier ist der Boden irgendwie gefühlt ein bisschen dicker, ne? Nee, schon so. Ja? Schon so, ja, ja, ja. Wenn du guckst, hier hat sie so einen Finger und das ist ungefähr so fingerdick. Das heißt, ich habe einfach ein bisschen zu krass geschnitten. Wir haben ja genau die gleichen Finger, aber ansonsten ist eigentlich richtig. Also von der Dicke her ist, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, sehr richtig. Das für mich das Worst-Ding ist schon mal jetzt am Start. So, für den Pudding brauchen wir jetzt noch Butter. Die müssen wir... weiche Butter, 3 bis 5 Minuten weiß-cremig rühren und rühre den Pudding kurz geschmeidig und füge dann esslöffelweise die Butter hinzu. Okay, wir haben gerade richtig so, in 2 Stunden machen wir dann und es hat einfach geklappt. Ich bin so baff gerade. Ich weiß wirklich nicht mehr, was mit mir los ist. Es ist wirklich der Hammer. So, 320 Gramm waren das, glaube ich. Das sind 2 Butterklötze. Dann haben wir hier so ein Stück, das könnte vielleicht hinkommen. Das ist der Wahnsinn beim Backen inzwischen. Backen inzwischen geht, weil ich mich ja einfach nur penibel an irgendwie oder auch stupide an irgendein Rezept halte. 320, how you feeling, Alter? So, dann lassen wir das jetzt ganz schnell mit Hilfe der magischen Mikrowelle, die ihr alle hasst. Mann, letzten Stream hatte ich da echt eine Auseinandersetzung mit den Leuten. Die waren wirklich sehr anti. Anti-Mikrowelle? Anti-Mikrowelle, ja. Und Schokolade schmilzen, obwohl wir das schon gemacht haben. Wir sind richtig gut da drin. Nicht palutengut, wir sind gut da drin, weißt du? Ja, ja, ja. Also schon nicht schlecht. So, schauen wir mal, wir sollen ja nur schmelzen lassen ein bisschen. Das ist schon krank gut, das ist schon der beste Mensch, den es gibt. Das ist schon... Man nennt mich nicht ohne Mr. Mirko. Das ist weich. Bam, zack. Und jetzt 3 bis 5 Minuten weiß-cremig rühren, Miguel. Bist du dafür am Start? Ja. Ich auch. Also ihr aber halt nicht, deswegen machen wir so. Hi, da sind wir wieder. Weiß-cremig hat das gerührt. Dementsprechend sieht's aus. Ganz geil. Jetzt geht's folgendermaßen weiter. Pudding kurz geschmeidig rühren und danach nach und nach esslöffelweise das Zeug hier da rein tun, also die Butti. So, esslöffelweise. Ich bin bereit. Esslöffel 1. Mach mal, da kommt jetzt leckere Flüssigkeit. Aber es kommt in die Richtung, wie es auf den Bildern ist. Es wird heller. Ja, genau dahin, wo es hin soll. Es kann noch wird noch ein gutes Stück heller. Das ist natürlich das Wichtigste, was erstmal gemacht werden muss. Ein kleiner Taste-Test. Vielleicht auch aus persönlichen Gründen. Aber es wäre mir schon sehr wichtig, dass hier einfach... Schmeckt's? Butter, Zucker, Schokolade, was soll nicht schmecken, ne? Tortenfüllung. Schäle die Bananen und halbiere sie in der Länge. Belege die Tortenbögen damit und lasse hierbei etwa 2 cm am Rand frei. Streiche etwa die Hälfte der Schokoladencreme. Kuppelförmig auf die Torte. What? Da bin ich doch jetzt mal gespannt, du. Da nehmen wir doch mal das
handelsübliche Waffelbrett. Machen wir zwei oder drei? Erstmal zwei, oder? Und dann gucken. Komm, machst du noch. Zwei und dann gucken. Ja. Längs. Das ist für mich längs. Dass das so richtig ist und dann soll man, das ist ja der untere Teil, die hat das auch hier so gebrochen, dann immer das hier so 2 cm zum Rand freilassen und das dann halt hier so rumlegen, weißt du? Das sieht aus, als wäre das bei der größer, ne? Also der Kuchen generell. So höher meinst du? Nicht mal höher, sondern vom Umkreis, vom Umfang her, weißt du? So, also da kommt jetzt auf jeden Fall noch Creme rein, ne? Oben drauf alles, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube schon, so. Also das habe ich, also sieht jetzt nicht unbedingt hier gestapelt, das verunsichert mich jetzt schon wieder. 2 cm breiten Rand, streiche die Hälfte der Schokoladencreme kuppelförmig auf die Torte. Das heißt, damit wird die Kuppel gemacht. Mit der Hälfte der Creme. Junge! Das wird eine geile Kuppel. Kuppelförmig, wa? Kriegst du das hin? Das finden wir jetzt raus zusammen, Miguel. Das finden wir jetzt raus. Ich fange jetzt hier an. Wird halt von innen nach außen arbeiten. Das hier auch bei der wichtigsten Stelle, muss ich leider sagen, Sally. Bei der wichtigsten Stelle das Tutorial ausgelassen wird, wie man jetzt hier eine Kuppel im besten Fall macht. Da sagt sie jetzt höchstwahrscheinlich, sitzt sie zu Hause und sagt, ja, mach Kuppel. Ich weiß ja nicht, wie man kuppelt. Nicht mal, wie man verkuppelt. Ey! Und geh dann halt von da aus, weißt du, so runter, dann würde ich halt sagen, machen wir es halt so. Oder? So vom Feeling her. Sieht ganz okay aus. Ja, kommt auf einmal der Meister der Konditorei auch wieder hier raus, ne? Ihr alle so mit Ausbildung, ich so YouTube-Kanal, Minecraft und auf einmal bam, Kuchen, Junge, was geht ab? komplett angeleitet durch ein Backbuch, also als wäre es so ein Achievement einfach. Ja, du hast schon ein paar schöne Kuchen gezaubert. Ja, du, heute wird, glaube ich, der Max, der wird heute eine Träne verdrücken, die ein oder andere. Ja. Ist doch okay, oder? Ist doch kuppelig. Oder? Also ich hätte nicht gedacht, dass ich es überhaupt so gut hinbekomme, muss ich sagen. Also das ist für mich schon ein Achievement gerade. Und ich glaube auch, dass das funktioniert. Aber es muss noch runder sein, ne? Weil dann kommt dann ja noch mehr rauf. Und jetzt kommt nämlich Folgendes. Jetzt habe ich das kuppelförmig gemacht. Jetzt schneide ich den Biskuitdeckel mit Hilfe eines Tortenteilers in 12 Stücke. Hast du den Tortenteiler für mich? Den habe ich da. Thank you, El. Thank you, Miguel. That's a great Achievement. Gucken wir mal. Machen wir mal so. Die Mitte treffen und dann... Huapa! Okay. Das hat wirklich semi-gut geklappt. Ich weiß auch nicht. Ah, das sollte man, glaube ich, nur so andrücken. Ich glaube, nur andrücken und dann mit dem Messer nochmal nachschneiden. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Das stimmt schon. Aber das ist okay. Kannst du ja rausdrücken. Ja, genau. Ach, schon easy. Die sind alle abgebrochen jetzt dadurch. Scheiße. Weil ich zu fest gedrückt habe. Ich, Otto. Noch Mann. Aber wir kriegen die schon zusammengesetzt. Das ist jetzt nur ein viel größerer Aufwand. Gleich ist der Geburtstag, Miguel. Manche sind auch gar nicht auseinandergefallen. Voll klein irgendwie, ne? Gut, und die müssen wir jetzt gefühlt andersrum, also so. Weißt du, also so machen die das zumindest, da drauf drücken. In einer Kuppelform, würde ich sagen, dass es so richtig ist. So, das hier ist zum Beispiel, das wäre jetzt per se kaputt, aber das können wir so zusammenlegen und dann sieht man es nicht. Nee. Smarty hat wieder zugeschlagen, so nennt man ihn auch. It's me, Smartico. Also selbst bei Problemen, inzwischen ist der Lösungsansatz auch beim Backen da. Das macht nicht nur euch Sorgen, sondern auch mir. Es wird schlauer, töte es, bevor es Eier legt. So, zack, vorsichtig andrücken. Habe ich auch gemacht. Und jetzt bestreiche die Torte mit der restlichen Creme. Hä? Mit der restlichen Creme lasse aber ein Drittel davon übrig. Ein Drittel von der Creme? Hier steht, bestreiche die Torte mit der restlichen Creme, lasse aber ein Drittel davon übrig. Also dann noch doch nicht mit der restlichen Creme, oder? Irre ich mich hier gerade. Ja. Und ansonsten steht hier noch, weil wir dieses komische Kantending nicht haben, kann man das auch mit einem Joghurtbecher machen, mit einem abgeschnittenen. Das sehe ich alles schon mal auf einem ganz guten Weg. Ja, also ich kann das halt mit diesem ganzen Rundziehen jetzt nicht wirklich. Das gebe ich aber auch gerne zu. Ich würde behaupten, besser als was viele andere Leute machen. Das ist jetzt zumindest auf einem Bereich von einem Hobbybäcker, der es probiert. Weißt du? Nicht mehr von einem Idioten. Von einem Hobby-Idioten. Also es ist besser, als ich gedacht habe. Es ist safe nicht so rund, du hast vollkommen recht, aber es ist safe auch nicht so schlimm, wie ich dachte, dass es wird. Also es ist auf jeden Fall in einem Bereich, wo ich sagen würde, Max freut sich. Also ich habe das jetzt für meine Verhältnisse so gut gemacht, wie ich das konnte. Schreiben wir mal, was müssen wir dann am Ende noch machen? Setze die Torten nun auf eine Tortenplatte und lege ringsherum Backpapier aus. Mhm. Damit es sauber bleibt, bestreiche die Torte mit der übrigen Creme und ziehe mit dem Esslöffel Muster rein. Das heißt, es ist gar nicht mal so wichtig, dass es Blatt ist, weil am Ende mache ich eh so ein Wellenmuster-Ding da rein, weißt du, mit dem Esslöffel so blablabla. Ja. Und dann wird es eh ganz geil. Aber das muss jetzt noch in den Kühlschrank mal kalt gestellt werden. Und die finalen Schritte sehen wir jetzt gleich, bevor ich losfahre. Und dann geht es direkt zu Max und dann schauen wir mal seine Reaktion an, würde ich sagen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben es ja schon angekündigt. Die anderen sind jetzt schon zu dem Geburtstag, wofür diese Torte halt jetzt dann doch geworden ist. Los, da seht ihr auch gleich noch die Reaktion und deswegen stehe ich jetzt auf einem Stativ. Ich habe das alles hier mal ein wenig kühlen lassen. Die Torte
mit der restlichen Creme. Boah, die Creme ist echt steinhart geworden, was ja fantastisch ist. Dass ich das jetzt transferiert kriege, zum einen hier von dem Tortenretter die Torte hier rüber. Wie ich das genau mache, das sehen wir jetzt. Auf jeden Fall wird es irgendwie klappen. Ich hätte gerne dieses lange Tortenmesser nochmal wieder. Ansonsten, oh, es bricht ein bisschen. Aber nichts, womit ich nicht klarkommen würde. Oh Gott. Okay, damit komme ich nicht klar. Ich habe hier irgendwie ein Stück vom Boden rausgelöst. Aber auch noch kein Problem, denn ich bin absolut gut vorbereitet. Und wenn ich das umgeschiftet habe, dann wird es richtig gut. Wo ist das verdammte Messer? Ich guck mal kurz. Es kann gut sein, dass die in die Spüle eingeräumt worden ist. Ich schaffe es sonst auch so. Ich glaube, ich brauche dazu nur ein zweites großes Messer. Und dann kriege ich da die Ablagefläche runter, die ich möchte. So, und dann machen wir nämlich... So, und hier dieses kleine Stück tue ich jetzt hier rein, wo es rausgekommen ist. Und dann sieht das nämlich insane aus. Sadie schreibt jetzt hier, dass man so Backpapier drunter legen soll, damit das nicht so matscht. Aber ich glaube, das wird der Flair dieser Torte sein. Jetzt muss ich das natürlich nur irgendwie wieder ein bisschen... Jetzt habe ich die Creme da zu lange mit in den Kühlschrank getan. Oder diese Puddingcreme. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Den brauchen wir sowieso erstmal nicht mehr, weil jetzt brauchen wir eigentlich einen und ziehen einen Esslöffel Muster hinein. Okay, ich kriege das hin. Ich nehme jetzt hier mal die restliche Creme. Einfach mal ein bisschen hier per Hand, ne? Dann kriegt man das wieder ein bisschen fluffig. Ich kriege das doch schon hin, du. Ich bin da hier so ein ganz kleiner. Ich mache schon öfter. Das schmeckt so lecker, aber es ist halt auch einfach nur Butter und Schokolade, Mann. Oh je. So, und dann machen wir hier sowas und dann halt so ein Muster hier so. Halt immer so, die ziehen das so. Dann hat man nämlich da drüber den etwas fluffigeren Aspekt und darunter den etwas leichteren. Ich verstehe halt nicht 100%, warum ich es dann glatt gestrichen habe, wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn ich eh wieder so einen Welleneffekt da reinmache, aber ich widerspreche mal der Queen nicht, sondern ich führe hier nur aus, Leute. Aber es sieht doch schon sick aus, oder? Ich meine, ihr seht es jetzt natürlich nicht dann von nah, aber obwohl so, also wenn man jetzt so ein bisschen dieses Muster hat, aber irgendwie hätte man das auch, finde ich, von Anfang an machen können. Also manchmal, wenn ich da so ein bisschen dieses Esslöffel-Ziehmuster, also es sieht so aus, als würden die so daran ziehen, wisst ihr, was ich meine? Sieht ja so wild aus, so ein bisschen so ein alter Wildian. Eigentlich ist es ja die ganze Zeit so, dass man halt, wie gesagt, so eine weirde Struktur auf der Oberfläche kriegt. Und dann jetzt nochmal... Ist noch ordentlich creamy. Dann machen wir mal einfach ein kleines bisschen so. Ein kleines, ein little bit, ne? Ein little bit. Das sieht doch fantastisch aus. Geile. Also ich weiß auch nicht, warum dieses Ding hier so Nena schreit einfach. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das die Nena-Torte ist für mich. Denn du hast heute nichts versäumt, ne? Denn ich habe nur von dir geträumt, sag ich mal. Wo ist Nena eigentlich? Können wir kochen? Ich mag Nena. Falls jemand Kontakt hat, reach out. So sieht das jetzt bei denen aus. Ein bisschen glatter, aber ich habe es jetzt einfach so ein bisschen... Sieht fast schon aus wie so ein Stück Erdball. Fresche Torte, fresher Schüssel. Jetzt könnte man das da drauf machen oder einfach... Danach jetzt noch den kleinen Sieb, um ein wenig Kakao darüber zu stäuben. Denn dann ist das ganze Gerät auch schon fertig. Man kann doch bestimmt auch so ein paar Schokosplitter noch drüber machen, oder? Also ich fühle das gerade. Ich mache das, ich freestyle jetzt kurz mal ein Part. Ich werde jetzt sogar schon mutig. Nicht nur, dass ich inzwischen den ersten genau gleich aussehenden Kuchen gemacht habe. Sadie hat auch gerade gesagt, ich soll es ihr noch schicken. Gerade noch im Livestream gewesen, während das alles gekühlt ist. Ich mache das jetzt einfach da drüber, Alter. Ja, ich schütte das mal hier kurz da rein, weil dann geht schon ein bisschen raus. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Ja, ja. Mal das hier rein und dich tun wir gleich wieder weg. Und jetzt tun wir hier noch ein paar gefühlt sehr intelligent platzierte Streuselis drüber. Schoki auf Schoki mit Schoki. Das ist meine Antwort auf eigentlich irgendwie nichts, ne? Ist eigentlich nur blöd gewesen, aber ist auch ganz lecker. Dementsprechend, Leute, würde ich sagen, schaut euch das Ergebnis mal an. Dann bleibt uns nichts weiter übrig, als jetzt einen spannenden Effekt einzufügen und dann damit zu Max' Reaktion zu springen. Denn ich werde diese Torte jetzt verpacken und dann live mit auf den Geburtstag nehmen, wenn es heißt, lieber Max, alles Gute zum Geburtstag und hier ist deine Torte. Los geht's. Oh ja, hi, ich bin's Max. Daumen nach oben auf jeden Fall für die Mega-Qualität, weil das wird schon mal auf WhatsApp geschickt, das Video. Oh, ich guck mir jetzt den Kuchen an. Oh, das sieht ja mega lecker aus. Ja, zoom doch mal hier so richtig ran. Ja, ja, zoom doch mal richtig da rein. Ja, ja, zoom mal rein. Oh, das sieht ja so geil aus. Oh, ja. Und dich mag ich auch ganz gerne. Ich probiere das mal. Aber erstmal, vielleicht stecke ich mir ein bisschen was in die Nase. Ist ja kugelrund, das mag ich am liebsten. Ja, ja, ist sehr gut. Hi, ich bin Revi.
Hey, kannst du den Schwurbaffel-Kanal abonnieren? Das ist ja der beste Kanal, den ich jemals kenne. Oh, das ist ja ein runder Kuchen. Ah, das ist so ein guter. Oh, das ist ja ein runder Kuchen, ne? Also, den schneide ich jetzt mal an. Ich bin Revi. Hallo, habt ihr Schwurbaffel schon abonniert? Weil mein Kanal sieht so. Oh, ja, ich schneide jetzt hier mal richtig schön so ein Stückchen an. Oh, das ist ein richtig gutes Stück, aber ein schön großes. Das ist ja sehr, sieht ja fantastisch aus, wie du das nun gekocht hast. Das ist ja, boah, das ist gebacken, weil ich natürlich sehr umgekippt. Das ist ja blöd, Alter, jetzt. Warum haben wir nochmal das nicht mit dem Original-Sound wegen der Musik, Revi? Ja, wegen der Musik, das Copyright drauf, da habe ich nicht dran gedacht. Und ist die Qualität auch so, hallo, ja, ich bin richtig gut hier. Also, ja, okay, gut, dann hat er jetzt eigentlich das erste Stück genommen. Das ist ja eigentlich mein Geburtstagskuchen, aber ist ja Revi, hahaha. Also, das ist ja gar kein Problem, wenn wir jetzt hier nochmal das rausmachen. Was ist hier in der Mitte? Ist das eine Banane? Oh, das sieht ja toll aus. Ja, jetzt mal so ein richtig großes Stückchen. Das mache ich jetzt in meinen Mundi rein. Hahaha, da hat gerade jemand einen witzigen Witz erzählt. Ja, ich gucke nochmal ganz kurz. Ist sehr lecker, ja. Ja, ich habe es noch nicht gegessen. Oh, das ist das Leckerste, was ich jemals gucke. Oh, boah, ist das lecker. Also, will ich jetzt nochmal. Oh, ich nehme nochmal ein Stückchen. Oh, ich nehme noch ein kleines Stückchen ins Mund rein. Oh, ja, geil. Oh, das ist geil. Boah, ich habe noch nie was Leckeres gegessen. Ich schwöre nicht mal, meine Eltern waren so lecker. Boah, lecker, lecker. Ja, toll, toll. Oh, ja, toll. Ich habe nicht meine Eltern gegessen. Tschüss, lass einen Daumen nach unten da. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!